ist hier. Hier oben müsste es doch noch was geben. So wie ich dieses Spiel kenne, muss es hier oben noch was geben. Genauso wie ich da hinten die Handgranate gefunden habe. Ich verstehe zwar noch nicht genau warum, aber da lag eine Handgranate im Wald. Through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Okay. Sieht auch sehr verlassen hier aus. Hier ist wirklich gar nichts los. Gar, überhaupt gar nichts. Ein Wunder, dass die Staumauer noch hält. Und ist das ein Grafikfehler oder sieht das wirklich nur so aus? Und ich lag anscheinend mit meiner Vermutung richtig, dass wir da hinten kommen. Also es versucht, das Spiel versucht schon einen Open-World-Charakter zu imitieren. Durch diese Abzweigung. Aber wir kommen auch nicht viel weiter. Komisch. Es ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Und weniger lauf durch den Wald und such. So. Deswegen, ich glaube nicht, dass man so viel verpassen würde, wenn man einfach stumpf durchlaufen würde. Jetzt einfach mal den Weg weiter folgen. Folg erstmal den Bahnschienen, die noch irgendwo hinführen. Vielleicht. Komme ich nicht weiter. Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Oh wow. Ja gut, hätte ich mir denken können. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Hat noch ein Stückchen, aber. Ich weiß es gar nicht. Gibt's ein Spiel, wo es diese unsichtbaren Wände nicht gibt? Also, so generell. Ein Spiel, wo es keine unsichtbaren Wände gibt? Wo, wenn man an so einen Abhang läuft, man wirklich runterfällt? Würde mich interessieren. So wirklich, wirklich ein Spiel komplett ohne unsichtbare Wände. Ich weiß, dass es Spiele gibt, die sagen, sie hätten keine, aber dann findet man anscheinend doch immer noch wieder welche. Dieses Spiel ist so atmosphärisch, das ist unglaublich. I've seen every version of people hurting each other, hurting themselves. We blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Da hat er wohl recht mit. Oh, Mauer. Hab ich schon mal erwähnt, dass dieses Spiel wunderschön ist? Ich muss es einfach nochmal sagen. Vorne ist ein Abhang. Kommen wir nicht hin, leider. Nun gut. Ziehen wir mal weiter unseren Weg entlang.
anscheinend in ein kleines Dörfchen. Na gut, Dorf, zwei Häuser. Hey, der Wind ist weg. Und der Wind ist wieder da. Gut. Intuitiv würde ich jetzt erstmal instinktiv erstmal hier zum ersten Haus hinlaufen. Mich hier mal umgucken. Ist schon ein bisschen komisch, dass auf einmal der Wind so leise wird. Ist doch durchaus realistisch. Es scheint so, als würden wir auch ins Haus reinkommen. Wie ist es ausmoduliert? Ist die Frage, wollen wir in dieses Haus rein? Mhm, da laden die Texturen nicht. Okay. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass dieser Damm noch hält. Was ist jetzt los? Was mich gerade am meisten verwirrt, ist auch einmal dieser Wind, der auf einmal aufhört und weitergeht. Dieses Haus sieht ziemlich auseinandergenommen aus. Abgesehen auch von diesen Kabeln, die hier ziemlich komisch durch die Decke hängen. Wenn das Kabel sind. Boah. Das Haus noch nicht komplett zusammengebrochen. Das ist ein Wunder, du. Ich glaube, ich lese unten erstmal. Lesen. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Phokalor, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon Tetragramm. Oh Gott, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Aber da scheint ein Zauberspruch zu sein. Ja, gut. Es war anscheinend ein Zauberspruch. Gehen wir erstmal noch hoch. Wenn wir hier hochkommen. Da ist noch ein Portal. Also diese Soundwechsel sind schon echt komisch. Naja. Es wird mich noch, glaube ich, öfters verwirren hier. Dann würde ich mal sagen, Augen zu und durch, ne? Was? Och nö. Wird das jetzt so ein Puzzle? Das wird ja immer besser, du. Jetzt komme ich hier auf den Dachboden. Ist aber auch nicht so sonderlich viel los, ne? Nicht wirklich. Verwirre meine Feinde. Also, das wirkt mir hier schon wie Verwirrung. Also, sind wir ein Feind? Ah. Kinder? Ha! Okay, wir müssen das so zusammenpuzzeln. Gut. Hier liegen Bücher rum. Hier liegt noch ein Buch. Okay. Was sehen wir noch so aus, oder? Das war nicht richtig.
Das ist hier das Wohnzimmer anscheinend. Unten im Erdgeschoss. Ja. Sind Fenster im anderen Haus? Kann das? Scheint so. Der hier? Okay, der war richtig. Oh. Wow. Ganz schön auf gerade. Diese Musik. Ich sehe nichts. Ist hier noch irgendwas? Wahrscheinlich. Was sind. Das können doch keine Stromstrippen sein, oder doch? Ich hoffe, man sieht das. Ich weiß nicht, wie YouTube das umrechnet. Ich glaube, der hier, ne? Das Treppenhaus haben wir da vorne nämlich. Die Treppe wäre deswegen unlogisch. Das sieht mir auch irgendwie falsch aus. Okay. Was? Oh. Eingangstür. Muss ich sie nochmal machen? Ich war wirklich im anderen Haus. Komme ich da nochmal rein? Ja. So. Okay, er hat nicht gesichert, was ich schon eingesetzt hatte. Das war das hier. Hier war der und dann der. Nee. Und andere Räume. Das kann ich. Der? Ja. Okay. Super. Das ist anscheinend auch nichts Interessantes. Nach oben. Also den haben wir schon unten verwendet. Das könnte ganz gut der hier sein, ne? Geht's hier unten weiter? Ja, da unten geht's weiter. Nehmen wir den hier. Okay. Ach du Scheiße. Sollte mir merken, was ich wo verwendet habe. Okay, den habe ich hier. Der hier? Ach ja, ganz schön lauf du. Der sieht mir relativ akkurat aus. Wir hatten doch da vorne. Das müsste wieder Treppenhaus sein, glaube ich. Oder auch nicht. Ach ja, das Treppenhaus ist ja hier. Wir müssen da bei irgendeiner Treppe aber auch wieder rauskommen. Hier. Ja. Okay, super. Hier oben, den muss ich noch. Das war nämlich der hier. Anscheinend puzzeln wir hier gerade das Nachbarhaus zusammen. Und hier habe ich jetzt noch anscheinend zwei Räume zur Auswahl. Also wie weit geht's denn hier weiter? Kann maximal ein kleiner Raum noch anschließen. Also das ist schon mal komplett raus. Das ist nicht komplett raus, würde ich aber schon relativ ausschließen. Dann der hier, oder? Ja. Weil es dann noch so komisch weiterging und ich glaube. Ach ja, da geht es auch nicht weiter.